Vor mir steht es im Parlament, hinter mir am 26. Oktober, am Nationalfeiertag, macht die FPÖ hier eine Feier. Hunderte von Menschen befinden sich jetzt schon hier. Über Tags werden es wahrscheinlich ein paar Tausend werden, die kommen und gehen. Der Herbert Kicker ist da hinter dem FPÖ-Bus, gibt gerade Gulasch aus an die Leute. Und was ist der Nationalfeiertag? Das ist der Tag, wo man die Neutralität und damit die Friedensausrichtung Österreichs feiern. Seine Selbstständigkeit und dass Österreich nicht mehr in irgendwelche Kriege verwickelt wird. Und da ist es ganz wichtig, dass das, was jetzt passiert, aufhört. Keine Waffenlieferungen, keine Unterstützung an Kriegsparteien wie die Ukraine, kein Wirtschaftskrieg mit den anderen Kriegspartnern Russland, das schadet uns allen nur. Kein Einmischen in andere Kriege, auch nicht im Nahen Osten. Österreich ist neutral, das ist unser Schutzschirm, das sorgt dafür, dass auf Österreich keine Bomben mehr regnen werden. Und wenn die Politik aber weiter diese Kriegstreiberei vorantreibt, ist das ein Sicherheitsfaktor und das ist eine Unsicherheit fürs österreichische Volk. Sind wir froh, dass so viele Menschen die Neutralität noch hochhalten.